zumachen. So. Schauen wir uns den mal an, was der so sagt. Irgendwie gar nichts. Der ist reichlich irritiert. Da hat sich eigentlich wirklich viel verändert. Weil Futter eingelagert ist. Eine kleine Räuberei hat hier stattgefunden. Ich habe ganz ehrlich gesagt keine Ahnung, was die da machen. Da ist die Königin, da rennt sie. Die Königin ist da, also alles gut. So. Beim letzten Mal war noch Rot zu erkennen. Das ist schwierig. Wirklich sehr schwierig, es sei denn, wir sind alle schon unter Rot gegangen und bauen deswegen auch nichts mehr. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. So. Die bauen ein bisschen. Ja. Oh, Leute. Na, was macht ihr mit mir, ha? Das ist rote Hose. Sein, das Ganze wird doch nicht so sein. Ich glaube, ich muss den echt noch auf Rotwaben setzen und dann auf Zander.
Sieht nach starker Räuberei aus. Also das sieht so aus, keine Brut, jedenfalls habe ich keine erkannt. Bienenmasse bleibt aber stabil, komischerweise, die ändert sich nicht. Wenn ich flüssig füttern will, dann werde ich den die Zauge wieder draufpacken, aber jetzt im Moment brauche ich das noch nicht. Ja, was soll ich da dazu jetzt sagen? Das war Imkern mit Daniel. Kunstschwarmentwicklung. Das vorhergehende Video war klar, die Ameisensäure Langzeitbehandlung. Ich gehe jetzt zur Arbeit. Davor habe ich noch ein paar andere Sachen zu erledigen. Und dann sieht man weiter, wie sich das hier entwickelt. Und ich hoffe, dass die tatsächlich in der Lage sind, dann auch mal Brut zu produzieren. Entweder das sind jetzt alle schon Winterbienen und ich muss die nur ein paar Mal auffüttern, das heißt über den ganzen Winter hinweg. Oder ich mache es tatsächlich so und setze den ganzen Pult um, hole überall drei Futterwaben, also eine Futterwabe jeweils raus und nimm dann noch Brutwaben dazu, wobei da dazu wird es jetzt zu spät sein, weil ich habe es durch die Ameisensäurebehandlung und Brutstoff abgestimmt. Eventuell. Ja, keine Ahnung, weil um die Königin ist fast schade. Das ist einfach so, die war ziemlich teuer und die möchte ich eigentlich nicht verschwenden. Weil die haben auch nichts ausgebaut. Da ist null da. Also von dem her, da waren vor einiger Zeit Stifte drin. Die sind weg. Das heißt, ich muss wohl flüssig füttern. Das ist allerdings wegen der Räubereigefahr, da sieht man sie ja überall Wespen. Und natürlich auch die anderen Bienen. Ist das natürlich nicht so ohne weiteres möglich. Hier lag sie da auch noch. Ich weiß es nicht. Kommt jetzt dazu. Naja, schauen wir mal, was daraus wird. Wenn nicht, kontaktiere ich einen Imkerkollegen und sage dem, ob der da was draus machen kann. Gute Frage, weil es ist schade um die Königin. Und ich möchte sie eigentlich nicht irgendwie einfach verstauben lassen. So, vom Platz her, drei Wabengassen besetzen sie im Moment, das ist sehr schwach. Weil ich nicht wissen, wie viele Räuberbienen da mit drin sind. Ja, okay, gut, ich gehe zur Arbeit. Und man sieht sich. Yeah.